Bodo Ramelow. Vielen herzlichen Dank. Ich beginne mit einer persönlichen Erklärung. Den Regen habe ich nicht mitgebracht. Ich kann das auch beweisen mit Fotos. Unser Hund und meine Gattin sind im Moment in Erfurt unterwegs und es ist trocken. Dass über Gera der Himmel weint, könnte möglicherweise an der Oberbürgermeisterin liegen, aber nicht an der Linken. Aber ich habe versprochen, wenn ich denn rede, soll es in der Zwischenzeit anfangen aufzuhören zu regnen. Und wir arbeiten dran. Also mein Kontakt nach oben ist ja ganz gut. Und von daher glaube ich, dass wir beides können. Wir können den Regen akzeptieren, der wird für die Felder auch gebraucht. Und ich würde mir eben wünschen, wenn wir den Regen auch in Zukunft immer so bekommen, dass er für die Landwirtschaft und für die Natur gut ist und dass Gera ein ordentliches Flutkonzept bekommt, dass nicht bei der nächsten Wasserkatastrophe wieder die Flutspundwände nicht eingebaut werden, weil man nicht weiß, wo der Schlüssel ist oder weil die andere Hälfte noch nicht verbaut ist oder weil die entsprechenden Hochwasserschutzmaßnahmen noch nicht getroffen worden sind. Ich glaube, dass da doch einiges im Argen liegt und dass man sich im Klaren sein muss, dass jede Stadt in Thüringen ihre Hausaufgaben jeweils selber machen muss. Aber dass man nicht zulassen kann, dass eine Stadt wie Gera, die für die Region eine derart zentrale Rolle spielt, dass man sie zwischen den Ministerien wie ein Spielball derzeit hin und her, wie ein Ping-Pong hin und her kullern lässt, ohne dass Gera selber derzeit eine ordentliche Perspektive bekommt. Deswegen danke ich allen, die tagtäglich sich in Gera dafür einsetzen, dass diese Stadt immer wieder sich zusammenrappelt und dass man sich nicht nur niederringen lässt von den negativen Erfahrungen, die zurzeit gesammelt werden. In diesem Sinne ein Dankeschön an die Stadträte der Linken und an unsere Dezernentin, die den Kopf für uns immer hinhalten und deutlich machen, es gibt Alternativen zu einer Politik der Verantwortungslosigkeit. Und meine Bitte wäre, am Sonntag wählen zu gehen und diese Politik auch zu unterstützen. Ich will mal das Beispiel erwähnen. Die Diskussion, so wie ich sie als Erfurter mitkriege, die Diskussion zum Beispiel um die Stadtbahnlinie. Wenn es dann ein Zukunftskonzept werden soll, bei der man regionale Verkehre für die Stadt besser optimiert, dann müsste man auch den Mut haben zu sagen, lasst sie uns richtig ausbauen. Da muss man aber das Geld zusammenlegen aus Stadt und Landkreis und vom Land, damit die Bundesmittel kofinanziert sind und ein vernünftiges Nahverkehrskonzept mit allen Möglichkeiten der städtischen Verkehrsbetriebe zusammen entwickelt wird. Oder wenn ich im Moment die Zeitung lese und höre, dass eine Abschrift auf ein Kraftwerk die Stadtwerke ruinieren würden. Ich bin Kaufmann. Ich habe gelernt, mit Bilanzen umzugehen. Ich weiß, was eine Abschrift bedeutet. Eine Abschrift ist ein bilanzieller Vorgang, für den man jahrelang Rücklagen gebildet hat, um die Abschrift irgendwann ausgleichen zu können. Dafür sind Abschriften da. Damit ist das Kraftwerk ja nicht kaputt und das finanzielle Loch ist dadurch auch nicht entstanden. Jetzt sucht man offenkundig irgendwelche Legenden, um zu sagen, dass man sich jahrelang nicht um ein vernünftiges Konzept für die Stadtwerke Bewirtschaftung gekümmert hat und dass es eigentlich darum gehen muss, dass öffentliches Eigentum für uns alle nutzbar gemacht werden muss. Stadtwerke sind für uns alle da und deswegen müssen sie auch als gemeinschaftliches Eigentum geführt werden und als Wertzuwachs, nicht nur als ökonomischer Wertzuwachs, sondern auch als gemeinschaftlicher, gesellschaftlicher Wertzuwachs müssen solche Stadtwerke für uns alle da sein. In Arnstadt und Ilmenau haben wir gerade eine große Bürgerbewegung auf den Weg gebracht und eine Volksabstimmung durchgesetzt, dass in Arnstadt und Ilmenau in Zukunft der Müll wieder kommunal abgeholt wird. Dass der Private nicht das Geld an dem Müll verdient. Und diese Bürgerbewegung hat gegen den entschiedenen Willen anderer Parteien es geschafft, dass die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, wir wollen, dass es rekommunalisiert wird. Und das ist das Konzept der Linken. Rekommunalisieren, die Rückeroberung des Öffentlichen. Und im landesweiten Maßstab haben wir es geschafft, dass der größte Stromversorger Thüringens jetzt kommunal ist. Das ist im letzten Jahr durchgesetzt worden. E.ON ist aus dem Stromversorger herausgekauft worden. Die Thüringer Energie AG gehört den 900 Kommunen gemeinsam. Und damit haben wir einen Pfund in der Hand,
um Energiewirtschaft endlich gemeinschaftlich für Thüringen und von Thüringen aus zu entwickeln. Zurzeit haben wir 70% der gesamten Energie, die in Thüringen verbraucht wird, kommt von außen. Die kommen, weil wir keine Kraftwerkskapazitäten haben, aus den Nachbarbundesländern. Das ganze Geld, das Sie beim Energieversorger bezahlen, fließt direkt über die Stromleitung raus in die anderen Bundesländer. Warum sollen wir die Energieproduktion in Thüringen nicht selbst organisieren? Warum können wir den Mehrwert, der dadurch entsteht, nicht in Thüringen selber für uns nutzbar machen? Und dafür braucht man auch eine Energieversorgung, auch die Gerauer Energieversorgung, als Teil eines Konzeptes, wie wir die Umwelt für uns gemeinsam gestalten. Und meine Damen und Herren, ich möchte nicht in einem Land leben, in dem am Ende das börsennotierte Unternehmen Fresenius darüber entscheidet, wie unsere Gesundheit versorgt wird, oder die Coca-Cola Aktiengesellschaft darüber entscheidet, welches Wasser wir trinken dürfen. Ich möchte, dass Krankenhäuser öffentlich sind, und ich möchte, dass Wasser und Abwasser und Strom und Netze und Nahverkehr öffentlich sind. Öffentliches Gut. Sie gehören uns allen zusammen. Und es macht eben keinen Sinn, wenn man meint, dass das alles privatrechtlich besser organisiert werden kann. Und auch das wird am Sonntag entschieden. Mit diesen Buchstaben, Sie werden in den letzten Tagen mehrfach davon gehört haben, TTIP, das internationale Handelsabkommen, das zurzeit verhandelt wird. Da versucht man, nationale Rechte abzubauen bzw. auszuhebeln. Man versucht mit Verträgen, sich außerhalb des Rahmens von Gesetzen und von Gerichten zu bewegen. Ich will Ihnen das als Gewerkschafter mal erklären, hier, wenn Sie so ein großes Einkaufszentrum sehen. Früher haben wir, wenn wir Tarifverträge durchgesetzt haben, bei Karstadt oder bei Hertie oder bei Kaufhof, die gibt es fast alle gar nicht mehr, haben wir vor der Tür gestanden und haben die Streikposten haben auf öffentlicher Straße gestanden. Dann sind die Einkaufszentren gebaut worden und je größer die Einkaufszentren wurden, desto weniger durften Streikposten in die Einkaufszentren rein, weil die sind privatrechtlich organisiert. Und wenn Sie sich das jetzt im Weltmaßstab vorstellen, dann sind Sie bei TTIP. Amerikanische Konzerne entscheiden darüber, welche Standards in Deutschland angewandt werden. Und wenn wir die Standards nicht umsetzen, wie der amerikanische Konzern sie will, dann geht er vor einen Schiedsgerichtshof, der gar nicht mehr ein Gerichtshof ist, sondern es ist ein privatrechtliches Schiedsverfahren, und verklagt die Bundesrepublik Deutschland auf Schadensersatz. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall macht das gerade. Der hat Deutschland verklagt auf 2,7 Milliarden Euro Verlust, die er erleiden würde, weil wir in Deutschland entschieden haben, dass keine Atomkraftwerke mehr am Netz bleiben sollen. Und es geht nicht darum, das Atomkraftwerk zu bezahlen. Es geht darum, einen Verlust, der durch entgangenen Gewinn entsteht, der soll jetzt kapitalisiert werden. Und das zu Ende gedacht. Also wir hören jetzt im Moment, dass es da um Chlorhühnchen geht. Das ist immer nur das Paradebeispiel. Am Ende werden Sie sagen, ja, um Chlorhühnchen geht es nicht. Chlorhühnchen kriegen wir nicht. Aber das Beispiel Kultur will ich Ihnen sagen. Im Moment haben wir in Deutschland die Buchpreisbindung. Wenn Sie in den Buchladen gehen, ist es egal, ob Sie da drüben reingehen, ob Sie in den Riesenladen gehen oder bei sich zu Hause um die Ecke noch einen kleinen Buchladen haben. Das Buch kostet immer denselben Preis. Das ist Schutz der Kultur und soll dafür dienen, dass diese Menge an Büchern und in der großen Menge des Angebotes in Deutschland noch da sind. Wenn ein amerikanischer Konzern sagt, das stört uns, wir können die Bücher billiger anbieten, dann müssen wir den Verlust oder den entgangenen Gewinn anschließend bezahlen oder wir müssen die Buchpreisbindung aufheben. Heben wir die Buchpreisbindung auf, haben wir keine kleinen Buchhandlungen mehr. Deswegen wollte ich mal den Zusammenhang erläutern und das ist so ein bisschen, wo ich das so ein bisschen praktischer Ihnen nahe bringen will. Und ich mache mit Ihnen nochmal eine Zeitreise. Vor 25 Jahren, dieses Jahr feiern wir den 25. Jahrestag der Grenzöffnung. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Für mich ist es so, dass ich als Westdeutscher mit einer kleinen Stempelkarte immer hier reinfahren durfte. 48 Stunden, das war der kleine Grenzverkehr. Als Marburger durfte ich bis nach Eisenach fahren. Und die Grenze war für mich immer ein quälendes Element. Bis ich da durch war, das dauerte 2 Stunden und es war auch ein Stück weit belästigend. Sollte sie wohl auch sein.
nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Für die, die raus wollten aus der DDR, war diese Grenze eben tödlich und quälend und unangenehm. Für mich war sie unangenehm, aber ich kam ja wieder raus. Und das geht mir immer so durch den Kopf, wenn ich heute über die Grenze fahre, den Nachgeborenen muss man erklären, dass das mal eine Grenze war. Also wer jetzt 24 ist, hat das überhaupt nicht mehr gesehen. Und wenn Sie jetzt an die ehemalige Grenze nach Eisenach fahren, finden Sie dort eine Autoraststätte. Das ist die alte Grenze. Die hat jetzt ein italienischer Konzern übernommen, das ist die Firma Autogrill. Der gehört in Italien sämtliche Autobahnraststätten. Diese Firma Autogrill betreibt diese Raststätte und sagt, ihr habt vor 25 Jahren für die Freiheit gekämpft. Und wir als Konzern sagen Dankeschön, dass ihr für die Freiheit gekämpft habt. Wir sind so frei und nehmen uns die Freiheit und bezahlen den Beschäftigten keinen Tarifvertrag. Und deswegen streiken die Belegschaften dort. Jetzt schon im 17. Streiktag hintereinander auf der Grenze. Das ist für mich an Symbolik nicht zu überbieten. Zum 25. Jahrestag ist die Grenze der Ort, an dem die Tariffreiheit, die Freiheit von Konzernen entschieden durchgesetzt und auch öffentlich gezeigt wird, es ist uns scheißegal, welche nationalen Regeln es in Deutschland gibt. Wir setzen durch unsere Macht fest und entscheiden darüber, wer bei uns arbeitet, kriegt kein tarifliches Entgelt. Der soll dankbar sein, dass er bei uns arbeiten darf. Und dann geht mir das so durch den Kopf, wenn ich von Marburg heute die Strecke wieder hierher fahre und verfolge so den Weg, den ich früher gefahren bin, dann komme ich in Bad Hersfeld vorbei und da erlebe ich Amazon, den großen Versandhändler. Dieser amerikanische Konzern hat alles bekommen an Steuergeldern, an Fördergeldern, an Grundstücken, an guten Voraussetzungen, um ein exzellentes Lagerzentrum zu bauen, eins der größten in der ganzen Region. Mehrere tausend Menschen arbeiten dort, ein Drittel davon sind Thüringer. Und dort streikt man seit 7 Monaten für einen Tarifvertrag. Weil Amazon sagt, wir haben uns die Freiheit genommen, zu zahlen, wie wir wollen. Wir zahlen keinen Tarifvertrag. Als ich als Gewerkschafter hierher kam, waren alle Einzelhandelsbetriebe noch im Tarifvertrag des Einzelhandels und Versandhandels tariflich gebunden. Weil der Wettbewerb von Amazon zu den Händlern hier über die gleiche Ware läuft. Und die Händler hier müssen den Tarifvertrag einhalten. Während Amazon sagt, wir sind gar kein Versandhandel. Neckermann war noch ein Versandhandel, den gibt es schon nicht mehr. Quelle war ein Versandhandel. Otto war ein Versandhandel. Amazon sagt, wir sind Logistiker. Deswegen zahlen wir keinen Tarifvertrag. Wir machen Logistik. Wir sind eine ganz neue Branche. Wir sind eine völlig neue Kreation. Und dann entscheidet Amazon, einen Tarifvertrag nach deutschem Recht halten wir nicht ein. Also streiken die Belegschaften dort seit 7 Monaten. Und wenn Sie den Weg weiter mit mir in der Reise gehen nach Erfurt, da haben wir Red Kuhn und Zalando. Schrei vor Glück, wenn das Paket kommt. Zalando hat keinen Betriebsrat. Die Beschäftigten dort sind alle zeitlich befristet oder ausgeliehen. Und das bedeutet, dass am Ende mit den Hartz-IV-Gesetzen, mit denen ging es los und die Montagsdemonstrationen, und in Gera gibt es ja immer noch die Montagsdemonstrationen, die jährt sich jetzt zum 10. Mal. 10 Jahre Montagsdemonstration in Gera, 10 Jahre immer sozialer Protest und immer wieder haben Menschen gesagt, naja, das sind die Harzer, die da stehen. Und haben nie begriffen, dass es um die geht, die arbeiten gehen. Weil die Konsequenz aus Hartz-IV-Gesetzgebung war, dass die Leiharbeit als flächendeckendes Beschäftigungselement zugelassen wurde. Und die Firma Globus Handelshof, die kennen Sie, hat damals sofort eine eigene Leiharbeitsfirma gegründet und hat ein Drittel seiner Belegschaft an sich selber ausgeliehen. Und das bedeutet, dass an jedem Arbeitsplatz auf einmal 2, 3, 4 verschiedene Sorten von Beschäftigten da sind. Das ist die schöne neue Welt im 25. Jahr der deutschen Einheit. Und da kann ich nur sagen, ich habe irgendwie das anders verstanden. Also als Gewerkschafter, als ich hergekommen bin, habe ich gedacht, wir kämpfen für gleiche Perspektiven und für soziale Verantwortung. Wir kämpfen für Zukunft. Und die Freiheit, für die sie gekämpft haben, war nicht eine Freiheit von sozialer Verantwortung, war nicht eine Freiheit von sozialen Standards und sozialen Rechten, sondern war eine Freiheit, bei der sich die Menschen ausprobieren wollten, auch neue Wege zu gehen. Und bekommen haben sie
Die Freiheit von Konzernen, die darüber entscheiden, dass sie beschäftigt werden für 7,50 Euro oder ein Friseurunternehmen, namentlich hier überall in Thüringen aktiv, der hat bis letztes Jahr noch 3,28 Euro Stundenlohn gezahlt. Und da kann ich nur sagen, pfui, diese neue Welt war es nicht, die gemeint war. Und deswegen will ich Sie zu einer zweiten, zu einem zweiten Zeitreise einladen. Vor 25 Jahren, als ich kam, ich bin in der Friedensbewegung groß geworden. Ich bin politisch sozialisiert in Westdeutschland, in der Friedensbewegung. Da gab es die Auseinandersetzung um SS-20 und Cruise Missiles. Und es ging um die NATO-Nachrüstung. Herr Schmidt war damals der Meinung, wenn die in der DDR sowjetische Raketen aufstellen, dann müssen wir in der BRD entsprechend amerikanische aufstellen. Und es gab ein amerikanisches Kinderspiel, das hieß Fulda Gap. Da haben amerikanische Kinder spielerisch geübt, wenn die bösen Sowjets mit ihren Panzern über die Grenze fahren, wohin man sie fahren lässt, nämlich bis Fulda in die Senke. Und dann kommen von Gießen die schönen amerikanischen Atomraketen und schießen die bösen Sowjets weg. Wenn Sie es mir nicht glauben, fahren Sie nach Point Alpha in die Gedenkstätte. Lohnt sich der Ausflug. Sie können einmal die Grenze sich angucken, als Museum aufgebaut. Und nebendran sind die Originalunterkünfte der Amerikaner. Weil Point Alpha ist der Ort, wo Sowjetarmee und amerikanische Armee direkt Auge in Auge gestanden haben. Dort war die Nahtstelle zwischen Kaltem Krieg und Heißem Krieg. Und ich weiß nicht, wie oft wir dort am Heißen Krieg waren und wie oft wir am Heißen Krieg vorbeigeschrammt sind. Und wir als Friedensbewegung sind durch die Dörfer gezogen und haben immer das Spiel Fulda Gap den Bürgern nahegebracht. Haben gesagt, wenn hier Panzer vorrücken, dann wird hier ein atomarer Erstschlag stattfinden. Und das Ergebnis eines atomaren Erstschlages in Fulda oder bei Fulda wäre, dass die Bevölkerung von Hessen und die Bevölkerung von Thüringen tot wäre. Ein atomarer Erstschlag ist nicht einer, der sich auf irgendeine militärische Einrichtung konzentriert, sondern er räumt die gesamte Zivilbevölkerung weg. Deswegen haben wir immer gesagt, das Wort Nachrüstung, um das ging es damals, wir haben das immer zerlegt und haben gesagt, nach Rüstung kommt Krieg. Und deswegen war ich vor 25 Jahren dankbar, als die Grenze sich öffnete und kein Schuss gefallen ist. Ich war dankbar dafür. Ich war dankbar der DDR-Regierung. Ich war dankbar auch den DDR-Grenztruppen und allen, die bewaffnet waren, dass sie die Waffen abgegeben haben. Das hätte auch anders ausgehen können. Und deswegen finde ich es so hoch erstaunlich, wenn jetzt 25 Jahre später wir in der Bundesrepublik Deutschland so tun, als hätte die Sowjetarmee hier nicht gestanden, als wäre sie nicht abgezogen und als würde der Konflikt in der Ukraine uns nichts angehen. Als wäre das ein ferner Konflikt. Nein, meine Damen und Herren, vor 25 Jahren wäre dieser Konflikt beinahe hier losgegangen. Und es ist unser Konflikt. Und damals gab es eine Übereinkunft, dass die deutsche Souveränität hergestellt wird, wenn gleichzeitig die NATO garantiert, dass russische Interessen nicht durch NATO-Interessen ständig unter Druck oder aggressiv an den Rand gedrängt werden. Und dann schaue ich mir an und sage, ja, die Krimflotte, die Schwarzmeerflotte war für jeden zu besichtigen. Sie war vertraglich gesichert. Und trotzdem hat Russland gesagt, wir akzeptieren die Selbstständigkeit der Ukraine, wenn man gleichzeitig die Krimflotte akzeptiert. Und jetzt erleben wir, wie auf allen Seiten gehetzt und geschürt wird. Ich habe heute Bilder gesehen von Odessa, wo in dem Gewerkschaftshaus Hunderte von Menschen umgebracht worden sind. Wenn die Bilder stimmen, die ich gesehen habe, dann sind die nicht verbrannt, dann sind die erschossen und erdrosselt worden. Und uns erzählt man, dass da irgendwie ein Mob außer Rand und Band geraten sei. Nein, da wird Krieg vorbereitet und von allen Seiten Krieg geschürt. Und was macht die Bundesrepublik Deutschland? Sie liefert Waffen an Russland. Wir haben ein militärisches Abkommen mit Russland. Und wir liefern Waffen an die Ukraine. Und die Bundesrepublik Deutschland stellt sich auf die Seite der Ukraine, der Regierung. Das ist die vom Maidan, wo die faschistische Gruppe Swoboda dabei ist. Und man hört von der Bundesregierung kein Wort an Kritik, dass man sich mit Faschisten nicht an einen Tisch setzt.
Als in Österreich die FPÖ mit in die Regierung geholt wurde, hat ganz Europa Kopf gestanden, hat gesagt, mit den Österreichern reden wir kein Wort mehr und es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr, solange die FPÖ an der Regierung ist. Durch den Maidan sind jetzt Originalfaschisten mit in der ukrainischen Regierung und die Bundesrepublik tut so, als hätten sie das gar nicht bemerkt. Und deswegen, meine Damen und Herren, gibt es nur einen Satz, den Deutschland sagen darf. Lieber 100 Tage diplomatische Verhandlungen als einen Tag schießen. Und es gibt nur eine Verantwortung, die wir haben, im 25. Jahr der Grenzöffnung, uns darüber im Klaren zu sein, dass eine friedliche Entwicklung Europas nur funktioniert, wenn Deutschland selber eine Verantwortung dafür übernimmt, dass Friedensarchitektur bedeutet, dass wir nicht zum Waffenhändler werden. Und wir sind mittlerweile zum Waffenhändler Nummer 3 auf der Welt geworden. Das heißt, wir sind einer der größten Waffenhändler der Welt. Und da weiß ich nicht, welche Interessen wir dabei haben, wenn Saudi-Arabien von uns die Panzer kriegt und Katar die Panzer von uns bekommt mit Räumschildern vorne dran. Auf die verdutzte Frage, was das denn für Räumschilder sein sollen, die vor einem Panzer sind, dass da Schneestürme zu erwarten ist, ist eher gering. Nein, da geht es darum, falls die Bevölkerung mal aufbegehrt, dass man die mit den Schiebeschildern beiseite räumen kann. Darum geht es. Und wir tun so, als hätten wir überhaupt keine Verantwortung, wenn solche Waffenlieferungen genehmigt werden. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir haben eine Verantwortung vor 25 Jahren übernommen. Deutschland hat sich friedlich vereint. Und wenn wir das friedliche Vereinen zu Ende führen wollen, dann müssen wir sagen, wir haben eine soziale Zielstellung, wir haben eine soziale Verantwortung. Dazu habe ich was gesagt, wenn am Ende keine oder viele Betriebe keinen Betriebsrat mehr haben oder keinen Tarifvertrag oder keine Mitbestimmung, dann ist das nicht das Ergebnis einer friedlichen Revolution, sondern dann ist das das Ergebnis von Macht, von Kapitalerträgen und Kapitalverwertungslogik. Und dasselbe geht einher mit einer Aggression in der Außenpolitik, wo wir sagen, nein, mit uns nicht. Wir werden bei keinem Auslandseinsatz unsere Hand heben. Wir werden bei keinem Kriegseinsatz mitarbeiten oder auch nur die Hand dafür hergeben, dass ein Kriegseinsatz irgendwo auf der Welt mit deutscher Beteiligung stattfindet. Dafür bin ich dankbar auch meiner Fraktion im Deutschen Bundestag, dass sie das immer klar gemacht hat. Und dann will ich Sie noch zu so einem anderen gedanklichen Ausflug mitnehmen. Bei Erfurt, also zwischen Erfurt und Arnstadt in Ichtershausen, gibt es eine Firma Masta. Die hat gestern bekannt gegeben, dass ihre Produktion schließt. 160 Leute verlieren dort ihren Arbeitsplatz. Masta ist ein Solarhersteller. Damit ist der letzte aus Solar Valley, den diese unsere Landesregierungen immer so hoch gelobt haben, dann ist der letzte weg. Masta hat nie einen Betriebsrat gehabt. Und den Kollegen hat man immer gesagt, das mit dem Betriebsrat braucht ihr nicht, ihr seid hier gut beschäftigt und ihr seid sicher und alles ist gut. Und die Kollegen haben sich immer darauf eingelassen, weil sie waren ja beschäftigt bei einem der reichsten Männer der Welt, beim Scheich von Katar. Also der, wo ich gerade erzählt habe, der von uns auch die Waffen kriegt, die Panzer mit Schiebeschild kriegt. Dieser Scheich von Katar ist der Besitzer von Masta und er hat immer dafür gesorgt, oder seine Leute haben immer dafür gesorgt, dass deutsche Mitbestimmung in seinem Betrieb nicht stattfindet. Die Kollegen erleben jetzt ohne Betriebsrat, dass sie nicht mal eine Abfindung kriegen. Weil wer keinen Betriebsrat hat, kann keinen Sozialplan verhandeln. Wer keinen Sozialplan verhandelt, kriegt keine Abfindung. Das deutsche Recht ist so. Sozialplanverhandlung kann nur ein Betriebsrat auslösen. Und einen Anspruch auf Abfindung gibt es nicht individualrechtlich, gibt es nur kollektivrechtlich. Und deswegen muss man immer wieder deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmt eure Rechte in die Hand und kümmert euch rechtzeitig. Wählt eure Betriebsräte. Zurzeit sind Betriebsratswahlen. Es ist also nicht nur Kommunalwahl und Europawahl, sondern es ist Betriebsratswahl. Also nehmt eure Interessen in die Hand und kümmert euch. Die Versprechungen eurer Chefs, ihr seid ja bei einer guten Firma, sind nichts wert, wenn die Firma anschließend entscheidet, wir hauen jetzt ab. In Plauen erleben das gerade die Leute, die Busbauer von Neoplan. Deren neue Spritzanlage, 18 Millionen Euro teuer, ist noch nicht mal eröffnet. Und schon ist der Stilllegungsbeschluss da. Die Fördergelder hat man jetzt
von der Landesregierung in Sachsen gesagt, muss man nachrechnen, wie viel Fördergeld man zurückfordert. Aber hinter Neoplan steht VW, also ein mitbestimmter Betrieb. Und der Betrieb sagt, es uns doch egal, wir verschwinden. Und um wieder auf Masdar zu kommen, Masdar hat kein Geld, um den Sozialplan zu finanzieren, weil sie brauchen ihn nicht finanzieren, sie haben keinen Betriebsrat. Und die Kollegen haben auf die Versprechen vertraut. Der Scheich von Katar hat aber vorgestern auch entschieden, dass er zum größten Einzelaktionär bei der Deutschen Bank wird. 6% des Grundkapitals wird in Zukunft die Kataris halten. Deutsche Bank, und damit sind wir bei der schönen neuen Welt, wo ich sage, als Kaufmann, als gelernter Kaufmann, gruselt es mich da, weil ich mir das vor 25 Jahren nicht vorstellen konnte. Ich dachte immer, also damals, schon ein bisschen her, dachte ich immer, dass Banken dazu da sind, um Unternehmen, Firmen, kleine und mittelständische Betriebe mit Kapital zu versorgen. Ordentlich Verträge machen, das Konto führen und für den Menschen da zu sein, um ihm auch zu helfen, wenn er mal Hilfe braucht. Also der berühmte Regenschirm, den man braucht, wenn es regnet. Bei den Banken ist es heute so, wenn es regnet, wird der Regenschirm eingezogen. Aber wenn es bei den Banken regnet, dann wird der Schutzschirm aufgezogen. Dann muss der Steuerzahler dazu herhalten, dass die Bank finanziert wird. Die Bank, die deutschen Privatbanken, nicht die Sparkassen, weil die werden ständig unter Druck gesetzt. Die sollen wegradiert werden. Und um wieder auf die Deutsche Bank zu kommen, ich habe mir auf meinem fundamentalen Redezettel aufnotiert, damit ich Ihnen nichts Falsches sage. Die Deutsche Bank hat im letzten Jahr 3,2 Milliarden Euro Boni an seine leitenden Banker ausgeschüttet. Boni ist der die Sonderausschüttung, hat nichts mit Lohn und Gehalt zu tun. Boni gibt es dann, wenn einer der Superbanker irgendein neues Produkt erfunden hat, das man unter die Leute bringt. Und dann gibt es bei den Banken dafür schon die Ausschüttung, wenn das Produkt rausgegeben wird. Nicht, wenn das Produkt Geld verdient. Das ist ja das Kuriose. Wenn Sie im Einzelhandel arbeiten, können Sie nur Geld verdienen, wenn Sie die Ware verkauft haben. Und wenn die Ware nutzbringend beim Kunden angekommen ist. Bei der Bank geht das anders. Da verkauft man eine Illusion. Und wenn die Illusion verkauft wird, dass riesige Gewinne irgendwann in 10 Jahren eintreten, und die Menschen glauben das, dann kriegt schon der Banker von Anfang an den Bonus. Der wird von den Kosten wieder abgezogen. Also 3,2 Milliarden Euro Boni hat die Deutsche Bank an ihre leitenden Banker ausgezahlt. Im gleichen Jahr hat die ganze Deutsche Bank nur 660 Millionen Gewinn gemacht. Und obwohl sie nur 660 Millionen Gewinn gemacht hat, hat sie immerhin nochmal an ihre Aktionäre 750 Millionen ausgeschüttet. Das heißt, Gewinn reicht nicht, um das zu finanzieren, was man an die Aktionäre bezahlt. Aber das alles ist nur ein Peanuts von dem, was man seinen Leitenden vorher schon in die Taschen gesteckt hat. Das nenne ich kriminell. Also früher war das für mich kriminell. Heute nennt man das Selbstbedienungsladen und hat gar nichts mehr mit der SB-Zone im Kaufhaus zu tun. Das ist einfach der Slogan, der früher galt, da heißt es aufgepasst und zugefasst. Wir stecken ein, was wir kriegen können. So funktionieren unsere Privatbanken. Und da sagen wir als Linke, das wollen wir nicht mitmachen. Wir akzeptieren nicht, dass Milliarden und Milliarden und Milliarden für diesen Bankensektor ausgegeben werden, ohne dass das Casino geschlossen wird. Die Zockerbuden wirklich daran gehindert werden, weiter zu zocken. Es ist unerträglich, dass diese Banken ihren Profit damit machen, dass sie spekulieren auf die Ernten der Welt, obwohl diese Ernten noch nicht mal eingebracht worden sind. Und wenn man dann auch weiß, dass in Afrika mittlerweile mehr Ackerland von Fonds aufgekauft worden ist, 2-mal so viel wie Europa bewirtschaftete Ackerfläche hat, ist in Afrika aufgekauft und übernommen worden. Und da kommen die Flüchtlingsströme her. Erst nimmt man ihnen die Existenz, erst nimmt man ihnen die Nahrung, erst nimmt man ihnen ihre Lebensräume, damit für uns billiges Zeug produziert wird oder Biomasse hergestellt wird oder Futter für Fleisch, das dann auf die internationalen Weltmärkte gebracht wird. Und diese Form der Verwertung funktioniert nur, wenn so ein Hedgefonds 7-9% Mindestrendite im Jahr bekommt. Und das vergleichen Sie bitte mal mit Ihrem Sparertrag bei Ihrem Sparkonto oder bei den Zinssätzen, die wir zurzeit in Deutschland haben.
Und deswegen sagen wir, es gibt mehr Gründe, über Alternativen in der Welt nachzudenken, in der kommunalen Ebene, in der regionalen Ebene und auf der europäischen Ebene. Wir müssen umsteuern, weil diese schöne neue Welt, die jetzt entstanden ist, ruiniert am Ende uns alle. Wenn die Finanzströme immer größer und immer unkontrollierter werden, dann wird es am Ende keine Rückbindung mehr auf irgendeinen lokalen Ort geben. Das Beispiel von Mazda in Arnstadt habe ich Ihnen genannt. Der geht einfach und sagt, ich habe genug Geld und das stecke ich jetzt in die Deutsche Bank und die Deutsche Bank steckt das Geld wieder irgendwo in afrikanische Strukturen. Und am Ende wird bei uns Sozialchauvinismus als Teil der Politik präsentiert. Also wenn es hier an den Laternen Plakate gibt, da heißt es, wir sind nicht das Weltsozialamt oder Zuwanderung in unsere Sozialversicherungssysteme oder die Bulgaren und Rumänen kommen, weil sie in unsere Sozialversicherungssysteme nur ausnutzen. Und wir schweigen dazu, dass auf deutschen Schlachthöfen mittlerweile Rumänen und Bulgaren wie Sklaven arbeiten müssen für Pfennige, dass auf Lkw-Flotten, die von deutschen Spediteuren in rumänischen Tochterfirmen angemeldet sind, auf dem ganzen europäischen Kontinent Waren hin und her gefahren werden von Fahrern, die bei 2 Euro Stundenlohn finanziert werden. Dann merken Sie, dass das nicht die schöne neue Welt ist, von der ich jedenfalls geträumt habe. Ich habe von einer friedlicheren Welt geträumt. Ich habe davon geträumt, wenn die innerdeutsche Grenze, wenn die Grenze des Kalten Krieges weg ist, wenn die Hochrüstung beendet ist, wenn wir in Deutschland Ost und Deutschland West nicht mehr mit Waffen starrend aufeinander schauen und die Feindbilder Ost und West gegeneinander mehr produziert kriegen, dann habe ich gehofft darauf, dass wir den Mehrwert, der dadurch entsteht, in unseren sozialen Fortschritt investieren. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man mit Hartz IV am Ende alle Regeln zerstört, die wir an sozialen Strukturen in Westdeutschland hatten. Und deswegen glaube ich, wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen die Hartz-Demos weitermachen, also die Montags-Demos weitermachen. Wir müssen die Friedensbewegung stärken. Wir müssen deutlicher machen, dass Deutschland eben nicht an internationalen Rüstungskonsortien sich beteiligen darf und dass Rüstungsexport nicht unsere Zukunft ist, sondern das, was wir brauchen, ist die Rückeroberung des Öffentlichen. Das Krankenhaus muss eben kommunal und regional sein. Und Bildung muss regional sein. Bildung muss für die Menschen da sein. Das Beispiel können wir ja jetzt durchdeklinieren. Wenn Kitas besser ausgestattet werden und die Finanzierung vom Land bezahlt wird, dann frage ich mich, wieso kommt das Geld bei den Kindern nicht an? Was ist da faul im Staate Dänemark? Nee, im Staate Thüringen. Und deswegen auch nochmal so ein Ausflug in die Thüringer Verhältnisse. Mit dem Sonntag endet ja nicht unser Wahlkampf, sondern wir gehen in die nächste Etappe und wir sagen dann, mit der Kraft unserer Stadträte, mit der Kraft unserer Gemeinderäte, mit den Mehrheiten, die wir hoffentlich in den Regionen auch erreichen, wo wir Landrätinnen und Oberbürgermeister stellen, mit dem Power gehen wir dann in den Wahlkampf. Und dann wollen wir Verhältnisse attackieren, die völlig außer Kontrolle geraten sind. Also wenn Frau Lieberknecht zum Thema Kali-Geheimvertrag in der Osterländer Volkszeitung, also Altenburg, ausführt, sie versteht gar nicht, was der Ramelow mit diesem alten Vertrag will. Weil man könnte doch mit alten Verträgen nicht die Zukunft gestalten. Dann sage ich mal so, als Christ sollte sie wissen, auch als Pastorin, dass man mit dem Alten Testament und als Pastor auch immer noch jeden Sonntag sozusagen sein Geschäft macht. Aber das ist nur eine Bemerkung. Aber der 21 Jahre alte Kali-Geheimvertrag ist nicht nur eine historische Betrachtung von irgendetwas, was vor 21 Jahren passiert ist, sondern hat etwas damit zu tun, dass in Zukunft noch bis zu 2 Milliarden Euro vom Land Thüringen an Kali und Salz gezahlt werden muss, ohne dass wir überprüfen können, wofür. Monat für Monat bekommt dieser einzelne Konzern aus dem Landeshaushalt 2 Millionen überwiesen. Und wir wissen nicht, also vertraglich, wissen wir nicht wofür. Sie behaupten einfach, das sei vereinbart. Und die Bundesregierung, die dafür zuständig gewesen wäre, sagt, ihr habt euch in Thüringen über den Tisch ziehen lassen. Ihr war wohl die CDU. Ich erinnere mich daran, dass die CDU seit 24 Jahren hier regiert.
Die tut immer so, als wenn sie nie damit beschäftigt gewesen wäre. Als hätten sie mit den ganzen Kali-Verhandlungen gar nichts zu tun gehabt. Aber die Frage, die wir heute stellen müssen, ist ja die, vor 24 Jahren ist versprochen worden, die marode DDR-Wirtschaft wird durch kluge und nach vorne gerichtete Unternehmer aufgerichtet. Und an dem Beispiel hat man gesagt, im Bischofferode gab es ein Produkt, weil es hieß immer, du musst ein Produkt haben, du musst einen Unternehmer haben und du musst zukunftsfähig sein. Im Bischofferode gab es ein Produkt, für das gab es Abnahme für die nächsten 10 Jahre vertraglich gesichert von einem norwegischen Konzern mit Namen Norsk Hydro. Es gab einen Unternehmer, der den Betrieb übernehmen wollte, das war Johannes Peine. Der hat ein geschlossenes Konzept gehabt zum Weiterbetrieb der Kali-Grube Bischofferode. Und seit 15 Jahren hätten sie mit den Weltmarktpreisen richtig Kohle verdient. Das Unternehmen, die Region und immerhin 600 Menschen, die Arbeit gehabt hätten. Also wird man doch die Frage stellen müssen, warum hat man einen solchen Betrieb zerstört? Wer hat daran ein Interesse gehabt? Und das hat nichts mit SED und MFS zu tun. Das hat was mit Kali und Salz und BASF zu tun. Die haben Interessen gehabt, den geschlossenen Kreis von Kali als Monopol zu bilden und jeder lästige Konkurrenz sollte vom europäischen Markt verschwinden. Und dafür hat man in Kauf genommen, dass eine Region wie Bischofferode, also das Eichsfeld, schwer geschädigt worden ist. Meine Damen und Herren, die Häuser, in denen die Kali-Bergkumpel gewohnt haben, sind mittlerweile abgerissen, weil das Bergwerk gibt es nicht mehr. Die Bergleute gibt es nicht mehr, die Häuser sind abgerissen worden, aber die Gemeinde muss immer noch die Altschulden für die abgerissenen Häuser bezahlen. Die Landesregierung in Erfurt hat völlig vergessen, dass sie da mal eine Verantwortung übernommen hat. Und das Beispiel ist für mich so synonym, wie sie Entscheidungsprozesse Jahrzehnte später so tun, als hätten sie nichts damit zu tun gehabt. Als wären sie mit einem Raumschiff unterwegs gewesen und wären dann irgendwann gelandet und wären irgendwie ganz andere. Nein, Frau Lieberknecht, wir wollen den Vertrag komplett mit allen Nebenabreden. Und Frau Lieberknecht, es hat was mit Zukunft zu tun, weil wir wollen nicht Kali und Salz weitere 2 Milliarden aus Steuermitteln, aus Thüringer Steuermitteln finanzieren. Die 2 Milliarden hätte ich gerne mal als Investition in die Kultur. Ich lade Sie mal ein zu dem Experiment, wenn man das KUK damit ausfinanzieren würde, also die Kulturkooperative fürs KUK. Sie würde einen Anteil aus dem Geld bekommen, was man gerade dauerhaft für Kali und Salz separieren will. Und Kali und Salz, das Unternehmen, sagt sogar noch, das müssen Sie sich mal so vorstellen, also ein Unternehmen produziert, macht Gewinn, schüttet den Gewinn an seine Aktionäre aus, alles schön. Aber es gibt ein Abfallprodukt, das Kali und Salz jeden Tag produziert. Das ist die Salzlauge. Jedes andere Unternehmen in Deutschland müsste seinen Abfall selber entsorgen. Kali und Salz kriegt seine Salzlauge genehmigt und darf sie in die Flüsse schütten. Und darf dauerhaft die Flusslandschaft so ausgestalten, dass dann statt sozusagen der Forelle der Salzhering bis nach Thüringen kommt. Und jetzt ist Kali und Salz auf die Idee gekommen, hat gesagt, wir machen das jetzt umweltpolitisch ganz sauber. Wir bauen eine Rohrleitung bis in die Nordsee und dann pumpen wir die Salzlauge direkt in die Nordsee. Aber meine Damen und Herren, die Kosten dafür, wir reden von 1 Milliarde, soll bitte der Steuerzahler bezahlen. Und da sage ich, so habe ich irgendwie Marktwirtschaft auch nicht verstanden. Irgendwas muss vor 25 Jahren schiefgegangen sein. Entweder habt ihr euch geirrt oder ich habe mich geirrt oder wir haben uns gemeinsam geirrt. Jedenfalls der Prozess Ost und West gemeinsam kann ja so nicht sein, dass man am Ende den Konzernen die Freiheit gibt, ohne Tarifverträge, ohne Mitbestimmung, ohne Betriebsräte zu produzieren und den Abfall sogar noch auf Steuergeldern in die Natur kippt. So war die Freiheit nicht gemeint. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und deswegen würde ich mir wünschen, am 25. Jahrestag der Grenzöffnung, würde ich mir eine Feier in Thüringen wünschen. Und ich wünsche mir das jetzt, weil die Staatskanzlei ist gefragt worden, gestern von Journalisten, ob sie denn eine Feier vorbereiten für den 25. Jahrestag. Und mein Kollege André Blechschmidt hat von einem CDUler mal den Satz vor ein paar Tagen gesagt bekommen, also man richtet sich bei der CDU darauf ein, dass sie am 14. September nicht mehr die Regierung stellen.
Das wäre auch Demokratie theoretisch richtig und in Ordnung. Aber dass dann die Linke den 25. Jahrestag ausrichten würde, das findet die CDU unerträglich. Und deswegen hat ein Journalist die Staatskanzlei gefragt, was bereitet ihr denn vor? Die Antwort war, nichts. Die CDU bereitet einfach schlicht nichts vor. Und das hat mich dann nochmal animiert, deutlich zu sagen, ich würde mir wünschen, wir würden ein großes Fest zum 25. Jahrestag machen, mit den Betriebsräten von Autogrill, die um den Tarifvertrag kämpfen. Mit den Kollegen von Zalando, die um Betriebsrat kämpfen. Mit den Menschen von Mazda, die um ihre Existenz kämpfen. Mit denen, die um Kultur kämpfen, also die Kulturkooperative im Cook, die um die für die Zukunft kämpft. Also mit all denen, die sich einsetzen dafür, dass dieses Land lebens- und liebenswert ist. Und das ist eben nicht die CDU, die mit Geigenmusik einmal im Festsaal irgendeine Festveranstaltung macht, sondern es sind die Menschen, die sich jeden Tag um ihre Kindereinrichtung kümmern, das sind die Kita-Beschäftigten, das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Gucken Sie sich mal an, im Moment gab es eine Analyse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wie viele Stunden eine Lehrerin, ein Lehrer jeden Tag in seiner Schule absolviert und wie viel er davon bezahlt kriegt. Das Ganze existiert nämlich auf unbezahlter Arbeit. Und deswegen wäre es an der Zeit, sich bei all denen zu bedanken, die 25 Jahre lang immer wieder ihre Energie reinsetzen und sagen, dieses Land ist lebenswert und liebenswert, wenn wir es dazu machen. Und nicht, wenn uns von Erfurt verkündet wird, in irgendeiner Festansprache, wie schön die Welt ist, weil die CDU diese Welt so schön gemacht hat. Und da will ich dann Ihnen abschließend sozusagen die letzte Betrachtung noch mit auf den Weg geben. Wir haben ja immer wieder zu hören bekommen, wenn die Linke regiert, dann wird das Kapital davon galoppieren. Und wenn die Linke regiert, dann werden die Schulden enorm steigen. Das Interessante ist, in Berlin sind die irgendwie nicht weggaloppiert. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie irgendwie nicht weggaloppiert. In Sachsen-Anhalt hat die Linke zweimal die Landesregierung durch eine Minderheitenregierung unterstützt, sodass sie überhaupt regieren konnten. Und in Brandenburg regiert derzeit die Linke und steht auch mit uns zusammen am gleichen Tag zur Wahl. Und ich gehe davon aus, dass die Landesregierung von Brandenburg wiederum bestätigt wird. Also die Behauptung, diese Angsträume, die da wieder geschürt werden, hält einer Prüfung gar nicht stand. Aber eins hält stand, nämlich mal zu überprüfen, wie viel Schulden die CDU in 25 Jahren in Thüringen aufgehäuft hat. Weil 25 Jahre haben sie regiert, da können sie nicht tun, als wenn sie es nicht gewesen wären. Der Schuldenberg von über 16 Milliarden Euro, den Thüringen alleine hat, ist ein Vielfaches von dem, was die gesamte DDR als Auslandsverschuldung hatte. Alleine in Thüringen. Da kann man nur sagen, danke CDU. Ihr habt uns einen Schuldenberg hinterlassen und ihr habt dafür gesorgt, dass Städte wie Gera oder Eisenach oder Suhl oder wen immer sie nehmen wollen von den größeren Städten, fast keine Handlungsspielräume mehr hat. Und in Gera ist es so, dass es jeden Tag ein Tanz auf der Messerspitze ist, ob die Stadtwerke nur über die Runde kommen oder nicht. Und das fände ich unerträglich, dass sich ein CDU-Innenminister und ein CDU-Finanzminister nicht auf einen Sanierungskurs für Gera verständigen kann, bei dem die Menschen auch überprüfen können, ob dieser Sanierungskurs jetzt auch kommt. Oder ob es nur darum geht, verantwortungslos in Erfurt wegzugucken und zu sagen, ist uns doch egal. Dann kann man sagen, da war der Norbert Vornehm schuld, da war die SPD schuld, die Linke schuld, alle waren schuld. Am Ende ist es so, dass wieder die CDU damit nichts zu tun haben will. Und deswegen sage ich, wer hat nochmal die Oberbürgermeisterin getragen, dass sie die Verantwortung übernimmt für diese Stadt? Dann soll diese Partei auch dafür sorgen, dass diese Stadt nicht absäuft. Und da will ich eine persönliche Bemerkung machen, weil das haut mich jedes Mal um. Ich lasse mir von meiner Stellvertreterin, Margit Jung ist ja meine Stellvertreterin in der Landtagsfraktion, und hält mir den Rücken frei, damit ich tagtäglich meine Arbeit machen kann. Also ich danke Margit, dass du neben dem Job, den du hier, den vielen Jobs, die du hier in Gera machst, auch noch diesen sehr speziellen machst, indem du mir den Rücken frei hältst. Aber von Margit Jung lasse ich mir jeden Tag den neuesten Wasserstandsmeldungen aus Gera berichten. Und wenn ich dann höre, dass bei den Stadtwerken ein Sanierer
ein Sanierungsbüro beauftragt worden ist, ein Sanierungsgutachten zu schreiben. Und dieses Sanierungsgutachten mittlerweile 1,5 Millionen Euro verbraucht hat und niemand den Auftrag gegeben hat. Also es hat jemand den Auftrag gegeben, aber es gibt keinen Gesellschafterbeschluss, es gibt keine nachvollziehbaren Aufträge, die zumindest mal dem Gesellschaftsrecht eines gut funktionierenden Betriebs entsprechen würden. Dann frage ich mich, was ist hier los? Das ist für mich nur so ein Symbol. Wenn man für die Sanierung mehr Geld ausgibt, wie den Ertrag, den solch ein Gutachten bringt, und wenn man damit nicht die Grundstrukturen, und jetzt bin ich wieder bei meinem Verkehrskonzept, die Grundstrukturen finanziert, um die Stadtbahnlinie 1 jetzt endlich, also die neue Stadtbahnlinie endlich auszufinanzieren und für die Kultureinrichtung genügend Geld zu haben. Das ist Sanieren oder Sparen nach dem Prinzip, koste es, was es wolle. Und das ist zu teuer für Gera und für Thüringen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn schon die CDU-geführte Landesregierung keinen Festakt, keine Feier macht für den 25. Jahrestag zur Grenzöffnung, dann reicht meine Fantasie, wie man die Feier organisieren wird. Und wir werden unseren Anteil dazu vorbereiten, wie man mit den Menschen feiert, die alle um das Gemeinwohl täglich kämpfen. Mit denen zusammen ist die Grenzöffnung zu feiern. Und mit denen, die in der Friedensbewegung der DDR mit dem Signet Schwerter zu Flugscharen jeden Tag gestanden haben und genug Ärger in der DDR mit diesem Signet hatten, weil auch in der DDR vergessen wurde, dass es nicht nur ein biblisches Zitat ist, sondern die Sowjetunion hat das der UN geschenkt. Vor der UN steht dieses Denkmal Schwerter zu Flugscharen von der Sowjetunion der UN geschenkt. Und ich würde mir wünschen, dass in diesem Land die Menschen unterstützt werden, die Schwerter zu Flugscharen immer noch ernst nehmen. Und immer noch sagen, wir wollen keine Panzer für die Welt liefern, wir wollen keine militärischen Eingriffe irgendwo auf der Welt. Wir sagen Danke für die Sowjetunion, dass sie abgezogen sind. Wir werden nicht vergessen, dass die Sowjetunion 26 Millionen Menschen ermordet bekommen hat vom deutschen Hitlerfaschismus. Und wir sagen Danke, liebe Amerikaner, nehmt eure Atomraketen und bringt sie auch nach Hause. Und dann würde ich mir in unserem Land eine Regierung wünschen, die dann sagt, liebe Amerikaner, ihr seid uns nette Freunde, aber Freunde horchen Freunde nicht aus. Und deswegen nehmt eure NSA, neue Abhörzentrale, und nehmt sie auch mit nach Hause. Wir haben für das Gebäude andere Verwendungsaufgaben. Da können Vereine und Verbände in Zukunft viel besser drin arbeiten, als dass dort unser Alltag abgehört wird. Auch das gehört sich für Freunde. Und wenn ich dann so zur Kenntnis nehme, wie ihr früher in der DDR immer von euren Freunden gesprochen habt, dann sage ich, diese Form von Freundschaften wechselseitig können wir beenden. Wir sollten einen fairen Umgang mit allen anderen Staaten auf der Welt haben. Aber das bedeutet, dass wir souverän mit uns selber umgehen müssen. Und das bedeutet, dass wir auch die russischen Interessen vor unseren Augen uns vergewärtigen müssen, auch akzeptieren müssen, dass auch Russland Interessen hat, die Ukraine Interessen hat. Aber diese Interessen sind nicht zu beantworten mit Waffen und nicht mit Geldströmen und nicht mit Zins- und Kapitalverwertungslogik, sondern der Mehrwert, den wir erstreiten wollen, ist der aus einer Region für uns. Deswegen heißt unser Konzept regional vor global. Und wir wollen uns bedanken bei allen Menschen, die sich für ihre Region stark machen. In diesem Sinne, am Sonntag wählen gehen, dreimal ein dickes rotes Kreuz für unsere linke Stadtratsliste und ein fettes rotes Kreuz für die Linke in Europa. Und eine Bemerkung, wenn Sie wollen, dass Tsipras die höchste Autorität im Europäischen Parlament wird, dann wählen Sie bitte Griechisch. Und Griechisch können Sie nur wählen, wenn Sie die Linke wählen. Weil Tsipras ist unser Verbündeter und unser Spitzenkandidat. Und wir sagen, Europa gestaltet man nicht über Nationalismus. Deswegen auch eine klare Botschaft an diejenigen, die meinen, sie müssten ihre Kandidaten nationalistisch vorstellen. Nein, Europa gestaltet man in gemeinsamer Verantwortung. Das heißt, man muss auch deutlich kritisieren, was uns an Europa nicht gefällt. Und trotzdem immer wieder loben, wozu uns Europa nützt. Und wenn wir ein friedliches Europa wollen,
dann müssen wir selber friedlich sein. In diesem Sinne, wählen gehen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Udo, für die mobilisierende und motivierende Rede. Vielen Dank Ihnen, dass Sie trotz dieses Wetters gekommen sind zum Wahlkampfabschluss der Gera Linken. Wir haben in den letzten Wochen nichts unversucht gelassen, um alle zu begeistern von unseren Kandidatinnen und Kandidaten und unseren politischen Inhalten. Nutzen Sie bitte morgen die Chance, mitzuentscheiden. Die nächste bietet sich erst 2019. Udo, wir sagen dir zu, wir werden weiterkämpfen. Wir werden kämpfen für unsere politischen Inhalte und wir werden dafür kämpfen, dass es in Thüringen endlich einen Politikwechsel gibt. Wir sind auch nach der Wahl sozial. Das ist die Zusage der Linken. Was wir vorher ansagen, das wird auch danach gemacht. Darauf können sich Wählerinnen und Wähler verlassen. Deswegen gehen Sie bitte zur Wahl. Stärken Sie der Linken den Rücken. Immer wieder original sozial die Linke wählen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung und wünschen Gera eine gute Wahl morgen. Die Linke wählen. Ja, das war's.